Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5 mit dem Gecko Climber. Wir haben das letzte Mal unseren Weg zu dem guten Medovsky hier gefunden und haben den schon mal ein bisschen ausgequetscht. Und es wird jetzt endlich mal Zeit, die Gretchenfrage zu stellen, nämlich was hat seine Firma namens Vera Security mit der ganzen Sache zu tun? Jetzt wird es nämlich richtig interessant und ich denke, dass das durchaus unschöne Folgen für uns haben könnte, aber, ja. Was verbindet sie mit Vera Security? Noch nie davon gehört. Schlechte Antwort. Es gibt Beweise, dass sie mit Vera Security in Verbindung stehen. Allmählich klingen sie wie eine Polizistin, Madame. Wir tun hier nur unsere Arbeit, Monsieur. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Von diesem Hebel würde ich an Ihrer Stelle die Finger lassen. War das eine Drohung? Ich hatte ihn durcheinander gebracht. Das genügte fürs Erste. Natürlich. Wir überprüfen unsere Informationen nochmals. Tun Sie das. So. Ich denke, das genügt erstmal. Was schätzen Sie? Wann wird die Summe ausgezahlt? Es wird nicht lang dauern, Monsieur. Wann genau? Sie können mir doch bestimmt ein Datum sagen. Monsieur Medovsky, ich bin sicher, Sie... Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir. Was ist denn Shears? Hobbs ist hier. Der heißt Shears. Ich habe zu tun. Er erwähnte die Mappe, Sir. Mappe? Um Himmels Willen kann der keine simplen Instruktionen befolgen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Ach, jetzt dürfen wir uns hier doch noch etwas. Der Gärtner heißt Shears? Schere? Seine Mutter hat ihn bestimmt nicht so getauft. Tja, er ist ein Künstler. Und mir ist gerade aufgefallen, sehr schöne Details hier drin. Und er lässt uns da allein, ist das nett. Ein Gruseltyp. Ziemlich cleverer Gruseltyp. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand und das weiß er. Hat schlicht geleugnet, etwas mit Vera zu tun zu haben. Kann er ja Wir auch brauchen machen. Was anderes, um ihn zu knacken. Wie wär's mit Marquez als Druckmittel? Das wäre nur Aussage gegen Aussage. Was hätten wir sonst noch? Sehen wir uns mal um. Vielleicht lässt sich irgendwas hier gegen ihn verwenden. Ja. Gute Idee, George. Hm. Du suchst, ich stehe am Fenster schmiere. Ja, jetzt darf ich endlich wieder. Danke, danke, Nico. So. Was ich erzählen wollte, ja, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich sehr schön fand. Bei der Nico, wenn die sich bewegt hat, hat man hinten an der Schulter gesehen, wie sich da so ein kleiner Schatten gebildet hat. Und, ist schon cool gemacht. Es ist echt cool gemacht. So, wir haben ein Zigarettenkästchen, wir haben eine Schreibmaschine. Wir haben einen Bücherschrank, einen sehr großen Bücherschrank. Einen Wandschrank und ein Foto. Das Foto gucke ich mir jetzt mal als erstes an. Medovsky in Libyen. Glückliche Zeiten. Yeah. Was für ein Typ hängt ein Bild von sich und Oberst Gaddafi an die Wand? Hab ich's ein doch typ, gewusst. Ein Typ, der einen Mord begeht, um sein eigenes Bild zu klauen? Ich hab's doch gewusst, dass das der olle Gaddafi ist. Da ist ein Gutschein. Das war ein russischer Privatisierungsgutschein. Warum Medovsky das Ding wohl so stolz aufgehängt hatte? Was ist ein russischer Privatisierungsgutschein? So, die Tür hier will ich mir nachher angucken. Jetzt gucken wir erstmal noch in die Bücherregale. Wir werden uns eh alles anschauen müssen. Medovsky hatte eine umfangreiche Büchersammlung über Management. Die 7 Geheimnisse der Führungskraft erschienen 2009. Der Business Bonaparte von 1983. Aufsichtsratsadler oder Managementmaus 1998. Tja. Ich vermisse da so ein bisschen Sun Tzu, so ein klein wenig. Das ist eines der besten Bücher über Menschenführung. Gehört da eigentlich auch mit dazu. Ledergebundene Klassiker, zweifellos als Meterware gekauft. Tja, waren bestimmt nicht billig. In Leder gebundene Bücher, aber wir hatten sowas heute Russische noch. Russische Romane. Medovsky stand eindeutig auf Tolstoi. Krieg und Frieden war, glaube ich, von dem, wenn ich das noch richtig weiß. So, dann reden wir mal mit der Nico. Nico? Psst, ich lausche, George.
Sie lauscht. Ja, wenn wir so laut denken, kann sie aber auch nichts verstehen. So, dann schauen wir uns doch mal das Zigarettenkästchen an. Hier ist nichts, da ist nichts. Okay, da ist ein kaputter Verschluss. Ein hübsches Zigarettenkistchen mit Intarsien. Können wir da irgendwas dran bewegen? Der Verschluss war eingerastet. Eingerastet der oder? Der Verschluss schien kaputt zu sein. Eingerastet oder eingerostet? Das ist hier die Frage. So, das Ding müssen wir wahrscheinlich irgendwie aufkriegen. Haben wir was Sinnvolles dafür? Mit der Büroklammer könnte das klappen. Die Büroklammer verbog sich nur und rutschte vom Verschluss ab. Okay, dann der Nagelknipser vielleicht. Leider war der Verschluss zu massiv, um ihn mit dem Nagelknipser zu durchtrennen. Ach, das Ding hat doch immer noch eine Feile da drinne. Obwohl, der sieht nicht so aus, als hätte er eine Feile. Trevor wird uns wahrscheinlich auch nicht helfen können. Also, gehen wir mal wieder zurück und... Verstehst du, was sie sagen? Ja. Sie hätte nicht herkommen sollen, Hobbs. Ich hatte doch gesagt, ich bringe das Paket heute noch vorbei. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich es auch kriege. Ich habe noch eine Menge dran zu machen. Das passt mir jetzt gar nicht. La Maledizio. Sie streitet sich mit seinem Besucher Hobbs über die Mappe. Diese Mappe ist wichtig, da bin ich sicher. Ich könnte wetten, da ist unser Le Maledictio drinne. Ich könnte es wetten. Ich hab's im Urin, Leute. Ich hab's im Urin. So, die schreibt. Hätte ich mir denken sollen. Die Tastatur war kyrillisch. Kann irgendjemand kyrillisch? Scheiße. Die Symbole kannte ich nicht. Hätte ich mich an die Belegung einer US-Tastatur erinnert, hätte ich es vielleicht rausgefunden. US-Tastatur, oh Gott. Ja, ich hab eine Querztastatur vor mir liegen. A, S, D, G oder F? Keine Ahnung. Leertaste, die kennt er. Das müsste wohl die Leertaste sein. Ja. So, und die... Die Symbole kannte ich nicht. Okay. Hätte ich mich an die Belegung... Ja. Oh, ein Numero. Wie ich es auch für meine Parts benutze. Ich finde das ja so, hübsch. Z, X... Ich brauchte eine Tastatur als Referenz. Na schön, das kriegen wir hin. So, wir brauchen dann den Wandschrank. Ich habe doch hier eine Tastatur liegen, George. Das kriegen wir hin zusammen. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Ich nahm die Visitenkarte. Auf der Karte stand Wilfred Hobbs, Kunstrestaurator. Ja, komm. Ich notierte mir die Adresse. Leg sie wieder zurück. Und legte die Karte wieder zurück. Ich wollte Medowski ja nicht misstrauisch machen. Genau. So, jetzt gucken wir mal noch auf die Notiz. Die Nachricht lautete El Serp Zeichnungen zur Ansicht, W.H. Das klang doch vielversprechend. Ob das Gemälde in der Mappe lag, die Medowski an sich genommen hatte? Tja, das haben wir ja schon. Da ist eine Plakette. Das war eine Dankesnotiz von einem britischen Politiker. Medowski hatte wirklich recht dubiose Freunde. Gut, wir haben das Ei. Ein russisches Zarenei. Sah recht schmucklos aus. Und, die dürfen wir mitnehmen? Wenn ich mich nach einem Penny bück, bringt er mir den Tag lang Glück. Puh. Okay, bringt der uns was? Hier sind Medaillen. Ich vermutete, die Orden stammten eher nicht vom Moskauer Debattierclub. Nein, ich fürchte das auch nicht. So, hier haben wir die Titelseite. Es war alles in Kyrillisch, mit Ausnahme einer Zahl. 1869. Ach du Schande. Können wir hier umblättern? Nee. Aber wir gucken uns jetzt mal die Münze an. Das war die alte Münze aus Medowskis Bibliothek. Bringt uns nichts. Unser Medowski scheint ziemlich unterirdische Freunde zu haben. Tja, das haben wir ja schon festgestellt. Wie mein Boss sagte, der Typ will unbedingt groß mitmischen. So, dann schauen wir mal, ob die Tür hier offen ist. Ich habe nicht gesehen, wie er sie abgeschlossen hat. Abgeschlossen. Ich konnte nur hoffen, dass Medowski den Schlüssel irgendwo hier verwahrte.
Okay. Ich wusste, wir sollten auch... Ja. Gut, okay. Das heißt, wir haben nochmal das Zigarettenkästchen. Hi. Jetzt muss ich mir was überlegen. So. Da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. Haben wir hier noch was drin, was uns... Ah, Moment! Können wir mit der Münze die... Glücklicherweise hatte die Münze, die ich aufgelesen hatte, genau die richtige Form, um den kaputten Verschluss zu öffnen. Ach, ich bin gut. Zigaretten? Ein Schlüssel! Schlüssel sind immer nützlich. Kling, so, Zigaretten. Romanovs, dieselbe Zigarettenmarke wie bei Vera Security im Aschenbecher. Und mit äußerst unterschiedlichen Filterlängen, zumindest scheint es so. Oder der Medowski hat, der sollte hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Die liegen nicht genau in einer Linie. Ach. So, und ich wette, oh Gott, ist der hübsch. Das war der Schlüssel aus Medowskis Zigarettenkästchen. Sollte man das Ding nicht wieder zumachen? Na egal. So, dann machen wir mal auf, das... Ich habe aber nicht gesehen, dass der die zugemacht hätte. Die Tür zum Arbeitszimmer ist jetzt offen. Sagen Sie sonst noch was Interessantes? Warte mal. Hören Sie, Hobbs. Nehmen Sie die Mappe und tun Sie Ihre Arbeit. Sie sind nervös und das mag ich nicht. Nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen. Fragen mag ich auch nicht. Machen Sie schnell. Ich habe zwei Leute kommen sehen. Wer waren die? Sahen wie Bullen aus. Die waren von der Versicherung. Ist denn... Okay. Hobbs will die Mappe mitnehmen. Was da auch drin ist, es ist wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ich glaube, wir haben die Adresse. Adresse von seiner Karte. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir mal hinfahren. Okay, George, aber schnell. Medowski wird bald zurück sein. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ich sehe mich mal im Arbeitszimmer um. Okay. Okay, alles klar. So, neuer Raum, neues Glück. Wow, an diesen Wänden müssen Millionen von Dollars hängen. Tja, du musst es wissen, George. Du musst es wissen. Da ist der Schreibtisch, da ist die Schublade. Die Schublade war offen. Mir blieb fast das Herz stehen. Aber da drin lag nur eine Schokoriegelverpackung. Sollen wir die jetzt mitnehmen? Nee. Okay, hier ist der Stuhl. Oh, die Gemälde. Diese Bilder hätten Kenner in stundenlanges, ehrfürchtiges Staunen versetzt. Aber ich hatte keine Zeit dafür. Und das hier hängt schief. Medowski, du sollst deine Gemälde doch nicht so schief dahin hängen. Das sieht nicht gut aus. Mein Gott. Oder ist das ein... Naja. So, hier ist ein Stuhl. Ich nehme mir jetzt die Zeit für den ganzen Spaß. Das war ein kostbarer Stuhl. Tja. Wer sowas braucht, ein Aschenbecher. Der Aschenbecher war voller Zigarettenkippen. Romanovs. Tja. Und der Schreibtisch. Der Schreibtisch war umwerfend. Oha. Ein Zigarettenabschneider, ein Telefon, ein kyrillisches Schriftzeichen. Ja. Diese zwei kleinen Löcher warteten förmlich darauf, dass ich meine Finger hineinsteckte. Ich blieb standhaft. Wer weiß, was dann passiert. Okay. So, wir brauchen... Okay. Ich fürchte, ich brauche etwas zum Schreiben. Und dann werde ich mich mal hier... So. Ich habe mir jetzt mal einen Stift und einen Block gekrallt und dann haben wir ein... Ein großes Gamma, ein großes H, ein S. Dann haben wir ein A mit so einem komischen runden Bogen. Ja, sowas in der Richtung. Dann haben wir ein A mit so ein komisches gotisches A oder wie das auch immer aussehen mag. Dann haben wir ein B. Dann haben wir ein auf die Seite gefallenes Vieh. Eieiei. So, und dann haben wir ein, das ist ein Epsilon. Ja. Und ein Zeta.
Ja, mit Bogen dran. So. Okay. Jetzt gehen wir hier mal wieder raus und verschwinden mal zu der Tür. Ja, zum Glück habe ich eine neue Tastatur, ansonsten wäre es jetzt nachher gleich ein klitzekleines bisschen problematisch. Hätte ich mir denken sollen, die Tastatur war kyrillisch. Ist doch gut. Immer mit der Ruhe, George. Immer mit der Ruhe. So, hey. Also, dann haben wir hier das A mit der komischen Schlaufe ist eine 1. So, dann haben wir das B, das ist eine 2, das Gamma ist die 3. Ah, das sind die Zahlen. Okay, das komische A hier ist dann die 4. Das Epsilon ist die 5. Das S ist dann die 6. Das Zeta ist die 7. Das H ist die 8. Und das auf die Seite gefallene Phi ist die 9. Gut, dann probieren wir es mal in dieser Reihenfolge. Ach, halt! Moment. Ich habe eine andere Idee, und zwar... Es war doch hier noch, das haben wir noch gar nicht benutzt, da war die Jahreszahl. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Ja, die will ich ja gar nicht mehr. Ich will die 1869, genau. Und die müssen wir jetzt wahrscheinlich hier an dem tollen Schreibtisch einstellen. Davon gehe ich zumindest mal aus. So. Okay, die 1 war das hier, die 8 war das H, die 6 war das S und das auf die Seite gefallene Phi war die 9. Eine Geheimschublade sprang auf. Ich wusste, das Veröffentlichungsdatum wäre bedeutsam. Endlich würde ich Medowskis Geheimnisse lüften. Wieso habe ich das Gefühl, dass jetzt gleich was ganz Böses passieren wird? Aber ich denke, ich werde die Folge heute mit dem kleinen Cliffhanger beenden, weil ich die Befürchtung habe, dass wir danach in eine etwas längere Videosequenz kommen. Deshalb dürft ihr jetzt nochmal bis morgen warten, bis wir alle rausfinden werden, was hier in diesen Dokumenten drin steht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute wieder eine ganze Menge geschafft. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi.